Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach ins End. Wünsch mir Glück, dass ich nicht sterbe. Ich hoffe, es läuft alles gut. Wir haben Essen, wir haben Fackeln, wir haben eigentlich alles dabei, was wir in irgendeiner Weise benötigen, um den Enderdrachen zu klatschen. Leute, ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite gesund und munter wieder. Okay. Wir sind da und haben natürlich scheinbar den besten Spot erwischt. Nämlich den Spot, der ewig weit entfernt ist. Aber ich habe 4 Enderperlen, zur Not werfe ich mich rüber. Oh mein Gott, da ist einfach der Enderdrache. Ich komme gerade noch nicht darauf klar, dass wir es mit diesem Projekt... Ich habe niemals gedacht, also wirklich niemals, dass ich dieses Projekt doch so weit durchziehen werde und noch so viel Bock auf dieses Projekt haben werde, dass wir bis zum Enderdrachen kommen. Nur momentan denke ich einfach, dass dieses Projekt einfach ewig gehen wird, weil ich so viele Ideen habe. Ich habe übrigens kein Pumpkinhead dabei, aber ich glaube, ich komme mit den Endermen gut klar. Okay, der Enderdrache ist da hinten. Wir sind jetzt beim ersten Tower. Oh nein, er kommt. Er ist irgendwo hier in der Nähe. Erstmal kurz gucken. Oh je. Alter, da ist einfach der Enderdrachen. Holy shit. Ich habe niemals gedacht, dass wir den Enderdrachen so... Also, dass wir irgendwann überhaupt beim Enderdrachen enden. Ah, kommt das Bow-Aim. Leute, hier kommen die alten Bedros-Gene aus mir raus. Kann ich da hochschießen? Das ist die Frage. Ja, da ist der nächste Turm weg. Und der Enderdrache hat direkt Schaden erlitten vom Turm. Oh ja, da ist der Enderman sauer auf mich. Ja, ist doch gut, Brudi. Chill mal. Er portet sich immer noch. So. Dann werden wir mal zu dem Ding da gehen. Und das da abschießen. Warum brennen die eigentlich? Guck mal, das Ding brennt einfach. So, nächstes Ding ist kaputt. Jetzt noch, da oben ist noch eins. Okay, es gibt noch zwei Türme, die zerstört werden müssen. Ich baue mich mal ein bisschen hoch, um auch wirklich da ranzukommen. Der nächste Turm ist zerstört. Und jetzt gibt es nur noch einen Turm. Okay, der letzte Turm wurde zerstört, Leute. Und jetzt muss ich mich mal mit dem MLG retten. Okay, der MLG lief nicht so gut. Oh je, es beginnt der entscheidende Kampf gegen den Enderdrachen. Na komm her, Brudi. Jetzt geht's los, Mann. Nee, ein Turm existiert noch. Okay, ein Turm gibt's noch. Der letzte Turm. Alter, oh mein Gott, ich bin so gespannt. Okay, der letzte Turm. Diesmal wirklich der letzte Turm wurde zerstört. Und jetzt können wir ihn klatschen. Oh, Leute, ist das laut. Ich werde das in der Aufnahme so oder im Schnitt so runterfahren müssen. Und da, Leute, jetzt geht es los. Jetzt, Alter, oh mein Gott. Ich habe so Bock, endlich den Enderdrachen zu klatschen. Haben wir endlich ein Lytron und alles. Alter, der schreit so unfassbar laut. Holy shit. Okay, er ist weg. Jetzt muss das Bow-Aim rausgehen und den Enderman müssen wir erstmal klatschen. Nein, auf mich werden gerade über viele Enderman pissig. So, okay, nächster Enderman geklatscht. So, jetzt geht's daran, das Bow-Aim rauszuholen. Und alles zu... Ihn irgendwie... Wir müssen ihn irgendwie klatschen. Oh mein Gott. Nein, der Enderman ist schon wieder pissig auf mich. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Es sind übelst viele Endermen auf mich pissig. Nein, wir müssen uns ein Dach bauen. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Scheiße, warum sind denn so viele Endermen sauer? So, okay, wir sind sicher, wir sind sicher. Nein, Leute. Oh mein Gott, ich bin kurz vor dem Tod. Nein. Goldapfel ist in Tuss. Die Endermen sind so nervig. Hilfe, wo ist der Enderman? Okay, der Enderman ist scheinbar weg. So, die nächsten... Schüsse gehen auf den Enderdrachen. Oh mein Gott, ist das... Alter, ich komme gerade damit nicht richtig, so richtig klar. So. Leute, jetzt das Bow-Aim wieder gefragt. Und ihr wisst, die Legende im Bogen verfehlt jeden Schuss. Okay, wir müssen wieder an seinen Poppes. Und müssen ihn wieder töten. Nein, er darf nicht. Ich habe mein Wasser nicht. Warum ist mein Wasser da? So. Komm, sind es die letzten Schläge? Haben wir... Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Egal, wir haben Federfall, Jungs, alles gut. So, nächster Hit. Komm. Sind die Endermen sauer auf den Enderdrachen? Lol, guck mal, die Endermen sind sauer auf den Enderdrachen. Guck mal, die sind alle sauer auf den Enderdrachen. Hä, warum sind die sauer auf den Enderdrachen? Okay, Leute, wir sind kurz vor dem... Oh mein Gott, wir haben gleich einfach das Game durchgespielt. So, und... Komm, der entscheidende Schuss. Der allerletzte Schuss. Der komplett letzte Schuss. Komm. Ja, er ist tot. Er ist tot. Wir haben den Enderdrachen getötet. Oh mein Gott, er ist tot. Hä? Leute, irgendwie juckt es ihn gar nicht, hallo? Ja, er ist gestorben. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Enderdrache ist tot.
Level. Level ohne Ende, Leute. Wow. Yeah. Cool. Leute, es ist vollbracht. Wir haben den Enderdrachen getötet. Holy fucking shit. So, jetzt schlagen wir einmal das Ei. Wo ist denn das Ei jetzt hin? Scheiße. Nein. Ich wollte das nur kurz... Mann, da. Ja, ich wollte so kurz einmal schlagen, weil man muss... Oder man kann das Ei voll easy mit einer Fackel abbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir setzen jetzt einfach eine Fackel. Und dann zack, haben wir das Ei. Leute, wir haben es geschafft. Und bevor ihr in irgendeiner Weise denkt, es ist jetzt schon Schluss und wir springen jetzt einfach da rein. Und yo, darf, also bevor ihr das denkt, töten uns erstmal noch die Endermen. Leute, es gibt Portale. Und diese Portale bringen uns in die richtige Endwelt. Und in diese Portale müssen wir jetzt reingehen. Ja, da ist dieses Portal. Denn in dieser Endwelt gibt es dann die Elytren. Und ich will heute eine Elytra noch holen. Alter, wir haben einfach den Enderdrachen geklatscht, Leute. Wir haben den nächsten Fortschritt im Game vollbracht. Ich bin gerade irgendwie schon ein bisschen impressed von mir, muss ich ehrlicherweise gestehen. Hättet ihr gedacht, wo ich die erste Folge hochgeladen habe, seid ehrlich, hättet ihr gedacht, dass wir irgendwann mit diesem Projekt den Enderdrachen klatschen? Seid ehrlich, ich hätte es niemals erwartet, lol. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich es so weit mit dem Projekt bringe, dass wir den Enderdrachen klatschen. So, jetzt haben wir hier dieses Portal. Und im Prinzip müssen wir durch das Portal einfach eine Enderperle durchwerfen. Und jetzt betreten wir das ganz normale End mit jeglichen Elytren. Und wir müssen uns hier die Koordinaten screenshotten, weil nur durch dieses Ding hier komme ich nach Hause. Nur hierdurch komme ich nach Hause, bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, ob es noch andere solche Punkte gibt auf der Map. Aber ja, hier geht es jetzt im Prinzip ran, dass wir die Elytra suchen müssen. Und Chorusfrüchte, die müssen wir auch mitnehmen, weil Chorusfrüchte sind echt cool. Und ich weiß gar nicht, kann man die mit der Behutsamkeitspick abbauen? Kriegt man dann irgendwas anderes? Nee, dann kriegt man gar nichts. Cool. Okay, nee, aber die Chorusfrüchte können wir halt in der Oberwelt wieder anbauen. Und dann hätten wir das nämlich auch geklärt. Die kann man doch, kann man die hier mit One-Hit abbauen? Mit irgendwas kann man die One-Hit abbauen, ja, damit. Und ich glaube, damit kann man auch irgendwelche, mit den Blüten kann man Chorusblöcke machen, bin ich der Meinung. Alter, wenn wir halt jetzt eine Elytra finden, das wäre das Beste. Ja, okay, es gibt öfter solche Dinger. Da ist vorne ist auch wieder so ein Ding, womit man wieder an die normale Welt oder in die normale Welt kommt. Alter, das Ding ist halt, wenn ich hier runterfalle, ist alles weg. Ich würde sagen, wir porten uns einfach. Wofür sollten wir uns bauen, wenn wir Enderperlen haben? Ich muss wirklich gestehen, in der letzten Aufnahme, die ich gemacht habe, habe ich gedacht, yo, vom End sind wir... Da ist ein Schiff, ja. Oh mein Gott, Leute, da ist... Ich würde es gerade erzählen, da ist die erste Elytra. Ich habe mir gedacht, in der... Ah, in der letzten Aufnahme... Ja, super. In der letzten Aufnahme habe ich noch gedacht, yo, niemals sind wir schon so weit, dass wir den Enderdrachen schaffen. Und jetzt haben wir den einfach easy mal weggeklatscht. Jetzt bin ich einfach nicht mal innerhalb von einer Stunde an den Elytra gekommen. Und das hätten wir theoretisch, glaube ich, hätten wir das schon vor Jahren von Folgen machen können. Und da ist sie. Da ist sie fest. Oh mein Gott, Alter, ich bin gerade schon ein bisschen aufgeregt. Das letzte Mal, dass ich die Festung gelootet habe, ist locker ein Jahr her. Oh ja, cool, dass direkt ein Enderman pissig auf mich wird. Hallo? Na, komm mal her. Nein, nicht wegporten. So, und da gibt es jetzt auch die sogenannten Schalker. Mit dessen Schalker-Schalen, heißen die, glaube ich, können wir dann sogenannte Schalker-Boxen machen. Und die Boxen sind essentiell wichtig, weil die Boxen sind einfach heftig, ja, da ist die erste Schalker sauer auf mich. Und die haben übrigens immer noch keine Hydraten, richtig, richtig widerlichen und ekelhaften Effekt. Denn man muss richtig aufpassen, dass die Typen eigentlich mit Falldamage töten. Ja, und da haben wir die erste Schalker-Schale. So, und das machen wir jetzt mit allen Dingern in dieser Festung. Komm, Leute, wir sind so elegant und machen mal hier das Jump and Run. Also, wenn man das Jump and Run nennen kann. Aber zack, Jungs, guckt uns an. Guckt, oh, ich wollte gerade sagen, guckt uns an, wie smart wir sind. Yo, wo bin ich denn hier? Hey, Jungs, alles fit? Okay, ich bin scheinbar in der Schalker-Schalen-Box gelandet. Das Gute ist, das Ding hier hat ein Dach. Heißt, ich brauche nicht so viel Angst vor den Dingern haben. Nächste Schalker-Schale, wo ist der Rest? Oh, okay, ich habe gerade überhaupt nicht auf den Effekt geachtet. Ah, ah, komm, lass mich noch da reinkommen. Nein, okay, direkt Decke bauen und wir sind safe. Alles gut, Leute. Ich denke mal, an Schaden direkt können wir hier eh nicht sterben. Und da ist der nächste. Man kann den Dingern halt relativ easy ausweichen, muss man mal dazu sagen. Also es ist jetzt keine Kunst, hier auszuweichen von den Viechern. Mann, wo sind die hier? Gab es hier nicht mal ganz viele Kisten? Oder gibt es die nicht mehr? Und da oben ist sie. Da oben ist das Schiff, Leute. Da müssen wir hin. Oh, liebes Schiff, hallo. Liebes Schiff, weißt du, wie lange ich dich schon suche? Kannst du dir das vorstellen, wie lange ich schon darauf gewartet habe, endlich mal wieder so ein Schiff zu looten? Ich muss sagen, ich bin gerade innerlich schon ein bisschen aufgeregt. So wie so ein kleines Kind, wisst ihr, bevor es Weihnachtsgeschenke bekommt. So aufgeregt bin ich gerade. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder bei einer neuen, entspannten Folge. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, meine Freunde.